Willkommen zurück bei unserem Dachbau des Impluviums. Das Domus eigentlich, ne? Da kommt das Impluvium dahin. Das ist so ein, ich weiß nicht genau, was das ist. Es sieht auf dem Bauplan aus wie ein, wie so ein kleiner Teich. Weiß ich nicht. Gut, wir machen sofort weiter. Wir machen natürlich sofort weiter und da muss ich mir erstmal gucken. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das ganz, ganz. Hallo? Ganz komisch. Ach, die Maus, die doppelt schon wieder. Es ist ja ein. Na gut. Ist auch egal. Was mache ich hier schon wieder für einen Quatsch? Ich habe keine Ahnung, was ich hier wieder mache. So. Nein. 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 Völlig falsch. Völlig falsch. Ich bin so Banane gerade. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Und das stimmt diesmal sogar. So. So ist natürlich richtiger. Zumindest richtiger als falsch. Da muss das auch so senkrecht hochkommen. Alles klar. Es muss noch eine höher. Glaube ich. Ich hoffe nur, das kommt mit dem Ding ja auch hin. Das wäre so schön. Aber ich glaube ja. Mittlerweile dürfte es sogar passen. Das wäre schön. Das wäre so schön. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. So, mal gucken. Eins. Ne, warte mal. Eins. Doch, das ist richtig, ne? Ist das richtig? Das müsste so richtig sein. Eins, zwei, drei, vier. Und hier haben wir eins, zwei, drei, vier. Gut, das ist eine Höhe. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr erfreulich. Obwohl hier drauf müsste eigentlich eine andere Reihe, aber ja, weiß noch nicht. Eigentlich hier drunter. Ja, weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. Müssen wir mal, gleich mal sehen. Ja, hier wird das auch wieder ein bisschen. 2, 3, 4. Ja, es wird. Ich glaube, das geht. Das müsste eigentlich so ganz gut klappen. Das wäre schön. So, so. Ich hoffe, ich ditche hinten nicht runter. Es wäre nicht so cool. Aber ich glaube, es wäre auch egal. Wenn ich das erste Mal so irgendwo runterknallen. So. Ach, hier noch eine Reihe. Jawohl, Ziegel. Das war knapp. Gut. Also hier passt das schon. Naja, hier eigentlich optisch noch nicht, aber wir machen ja erstmal nur den Randbereich. Den Randgruppenbereich. Ja. Ja. Hier müsste natürlich auch noch was dazwischen, aber ja. Das machen wir dann gleich zum Schluss. Das glaube ich zumindest. So. Ist das richtig oder ist das zu hoch jetzt? Natürlich ist es zu hoch. Natürlich, das ist wieder zu hoch für mich. Das ist wieder toll. So, jetzt hier. Was, da habe ich doch. Da war doch gar nichts. Hallo. Echo. Hör mal auf, mich zu hassen, bitte. Das ist ja so unglaublich. Sag mal, lass das. Hier. Und hier. Und hier. Ja, gut. So ist das schon mal ganz gut. Ich weiß, es sieht gerade tierisch falsch aus. Es ist, glaube ich, sogar tierisch falsch. Was mache ich denn da? Das ist. Das ist ja völlig falsch. Das ist ja. Aber sonst kommen wir doch mit der Länge. Warum ist da ein Loch drin? Sonst kommen wir mit der Länge gar nicht hin. Das ist auch wieder ätzend. Oh, es ist so furchtbar. Es ist so ätzend. Es ist so. Ich wollte eigentlich den Hammer nicht nutzen, um hier irgendwas abzubauen, Mann. Der ist ja auch schon fast wieder ein Dutten. Ich will nicht dauernd hin und her fahren, nur um den Hammer zu reparieren. Thorsten weiß, wovon ich spreche. So. So, sorry, Thorsten. Gut. Dann hier nochmal. Na, vielleicht kommen wir doch irgendwie damit hin. Das wäre schön. So, so. Mann, was bin ich froh, dass es noch keine Physik-Engineer gibt. Das, Gut, also das ist schon mal richtig. Also hier sieht es zumindest einigermaßen richtig. Das sieht irgendwie richtig falsch aus. Ach so, deshalb. Weil es noch nicht ganz rum ist. So. Warum ist das da schon wieder so komisch und hier so richtig? Ach, weil hier der Knüppel hier schon hängt. Moment, das hört sich schon wieder falsch an. Weil der Knüppel hier hängt. Ja, ist schon schade, wenn der Knüppel hängt. Oh. Deswegen passe ich hier nicht durch mit meinem Tickschädel. So, jetzt gucken wir mal. Hier müsste noch irgendwo hier und da. Dann müsste das eigentlich auch wieder hier passen. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Und jetzt würde ich hier gerne noch hier nicht. Nein, hier nicht. Hier vielleicht.
Es sieht irgendwie so komisch aus. Ich kann mir nicht helfen. Jetzt sieht es wieder richtiger aus. Zumindest richtiger als falsch. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, das Dach, das dürfen wir gar nicht so hoch machen. Also es kommt alles hinten und vorne nicht hin. Was wollte ich eigentlich zwischen den Folgen machen? Ich glaube, ich wollte das Gebäude ursprünglich verbreitern, wovon ich nichts erwähnt habe. Und einfach nichts sagen. Nein, ich hätte es ja gesagt. Ja, weil es mit den Dimensionen hier schon wieder nicht hinkommt. Das ist schon schade, dass man sich hier dass man die Größe eines Gebäudes anhand des Daches ausrichten muss, wenn man schon nach dem Bauplan arbeitet. Wie machen wir das am besten jetzt? Vielleicht einfach nicht so hoch. Das wäre auch eine Maßnahme. Wir machen das Dach einfach nicht so hoch. Ja, aber dann müssten wir erstmal außen drumherum anfangen, damit wir wissen, wie hoch wir hier drinnen werden dürfen. Denn das hier drinnen ist einen höher als draußen. Ja, ist toll. Warte mal. Ja, das scheint richtig. Das ist falsch. Entschuldigung. Und zwar. Ich gucke gerade, wie die Außenkanten des Dachs wie die beschaffen sind. Deswegen war ich kurz am Stocken. Deswegen ging ich kurz am Stock. So, guck mal. So geht das doch schon. Und das geht nur bis dahin. Aha. Okay. Das ist interessant. Entschuldigung. Ich habe gerade wieder meinen Mann vor den Hund habe ich gehalten. Deswegen hat man mich echt gerade sehr gut verstehen können. Ich muss gleich mal niesen. Oh ja, jetzt. Einer kommt selten allein. Mal gucken. Eigentlich kommen sie zu dritt. Ja, mal gucken. Hier müsste eigentlich schon Ende sein. Ja, hier ist Ende, weil hier fängt was anderes dann an. Das ist ein anderes Dach. Das ist ein ganz anderes Dach. Okay, also das würde da vielleicht noch passen. Das wäre vielleicht auch so hoch. Denn da ist das Dach nämlich ein bisschen höher, was hier drauf ist. Da kommt kein Dach drüber, aber hier. Ja. Das ist alles nicht so leicht, wenn man nach einem Bauplan arbeitet, aber es vereinfacht ein paar Dinge. Man muss sich allerdings mehr eine Raste drüber machen, wie man es dann tatsächlich realisiert. Ja. Das ist noch richtig? Ja, immer noch richtig. Und hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Hier ist alles gut. Ist das auch so? Ist das korrekt so? Das wär so schön. Das wäre so schön, wenn das so richtig wäre. So. Ja, doch. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Bisher jedenfalls. Laut Plan ist das jetzt wenigstens richtig. Naja, das Impluviumdach, das müssen wir halt dann irgendwie dann zum Schluss noch dran kleben. Wenn das Dach hier fertig ist. Was in dieser Folge wahrscheinlich auch der Fall werden wird, könnte ich mir vorstellen. Denn wenn das so gut klappt, wenn wir so gut vorankommen, dann sind wir ja relativ zügig mit dem Dach. Ne? Deswegen, ja, mal gucken. So. Ja. Jawohl. Sehr schön. Und ich wünschte, ich würde nicht dauernd mit meinem großen Krischern hier überall drin hängen bleiben. Das ist falsch. Hier ist richtig. Ja, das ist korrekt. Ist das hier auch noch so? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ist das wirklich so gut? Das müsste so gut sein. Das ist, glaube ich, sogar so sehr gut. Warum steht das Dach hier so im Freien? Und ohne Säule und ohne alle? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder gefuscht habe, aber das werden wir dann machen, wenn wir das Impluviumdach dann schlussendlich dann irgendwie dann hinsetzen. Wahrscheinlich werden wir auch wieder ein bisschen fuschen müssen. Aber gucken wir mal. Vielleicht wird es auch nicht ganz so wie im Bauplan. Darauf muss ich mich ja auch schon einstellen. Dann wäre das wieder ein Kompromiss. Echo, das Spiel der Kompromisse. Ich hoffe, das wird bis zum Update 9 dann der Fall sein. Und ich habe gelesen, mein Drilling wird es dann geben. Das ist schön, da freue ich mich drauf. Aber dann ist die Staffel wohl schon vorbei. Ja, schade. Ja, schade eigentlich, ne? Aber, na, komm. Das ist halt so. Uiuiui, das wird aber sehr hoch. Das geht aber. Das müsste so gehen. Ich glaube, das wird so funktionieren. Das wird so funktionieren. Funktion. Ah, ja, schön. Eine Zimmerdecke braucht man nicht.
ne, würde ich sagen. Oder Zimmerdecken? Vielleicht ja, die Wände vielleicht noch hochziehen bis zum Dach. Das wäre, glaube ich, ganz angebracht. Aber sonst Zimmerdecke brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen aber wieder ein paar Steine. Ein paar Ziegelsteine. Ein paar Ziegensteine. Und einen faulen Wolf. Hau ab, du. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung, Wolf. Das war absolut böse gemeint. Ach komm, wir reparieren erstmal schnell den Hammer. Mit so einem halb demolierten Hammer möchte ich auch nicht unbedingt hier mehr auf die Ziegel drauf rumkloppen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch ein paar abbauen müssen. Deswegen fahren wir erstmal ganz schnell zurück und reparieren den. Also Mullverband und dann passt das. Sorry, Thorsten. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Aber nicht viel. Das lohnt sich noch nicht mehr für zwischen die Folgen. Das kann ich glatt zwischen die Aufnahmen noch, also in den Aufnahmen noch reinschieben. In die Aufnahme irgendwie. Nicht in diese unbedingt, aber in eine der kommenden. Ja, Farmermarkierung muss ich noch zu Ende bringen und die Abschlusskontrolle habe ich ja schon erwähnt. Aber es war doch noch irgendwas. Was wollte ich denn noch zu Ende bringen? Ah, ich weiß es nicht mehr. Haben wir noch irgendwas Unfertiges hier? Ja, quasi alle Gebäude sind irgendwie unfertig. Im Süffelglück wollte ich ja ursprünglich auch die Scheiben austauschen. Aber, also von den normalen in grün, aber da habe ich mich, glaube ich, dann doch dagegen entschieden. Ich weiß aber nicht mehr warum. Aber gut, was soll's. Ist auch völlig egal. Ist völlig egal. Es sieht so schick aus. Und glaube, im alten Süffelglück hatten wir gar nicht unten komplett grün, ne? Nee, ich glaube, unten war nur der Eingangsbereich grün. Und zwei große Scheiben daneben, die waren übrigens ein bisschen passiger als hier von der Elixir-Mod, aber naja, da wir sowieso so viele Kompromisse immer eingehen, stört mich das jetzt gar nicht mal so. Hauptsache sind grün und ein bisschen schön. So. Noch einen drauf? Ja, wir machen noch einen drauf. Lass uns einen drauf machen. Jetzt geht's flott. Man muss einfach nur von der richtigen Stelle ausbauen. Und aber nicht so schnell klicken. Und nicht falsch klicken. Lass doch mal das doppeln, du blöde Maus. Ach Mensch. Ja, ich weiß, es ist ein Problem vom Hersteller. Dafür sind Rocket-Mäuse leider bekannt, dass sie doppeln. Aber es hört auch irgendwann wieder auf. Von daher, das weiß ich ja. Aber jetzt ist schon ein paar Tage, aber ich habe sie auch nicht intensiv seitdem benutzt. Soll heißen, die linke Maustaste. Die rechte doppelt nämlich nicht. Nur die linke doppelt. Voll die linke. Die linke Maus. Also so eine linke Maus hast du echt selten gesehen. Entschuldigung. Ach ja. So, und hier, warum ist jetzt hier noch alles? Ich weiß nicht. Aber hey, das würde sich ja hier quasi schon anbieten, wenn nicht sogar anbiedern. Aha. So will ich das aber nicht hier. Ach Mensch. Ach Echo, hör doch mal auf, mich dauernd zu mobben. Vielleicht so. So vielleicht. Bin ich jetzt hier noch richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder total falsch bin. Ich bin richtig, weil hier habe ich nur diese Reihe noch nicht. Diese Reihe habe ich noch nicht fertig gesetzt. Ja, Moment. Da das aber insgesamt höher ist, was von hier kommt, müssten wir eigentlich... Ja, das wird jetzt hart. So und so. Ja, natürlich, sicher. Ja, sicher. Hier so. Damit der Böppel hier sich richtig rumdreht. Ja, gut. Das ja. Ja, so ist schon fast, so ist fast gut. Aber nur fast. Und das ist falsch. Ach Mensch, das ist ja wieder ein Knorpel. Gott. So, jetzt aber. Jetzt haben wir das Dach zumindest, also von außen ist schon mal schön. Wenn auch noch nicht richtig, aber zumindest schon mal schön.
So. Hier? Nee, hier. Hier so? Ja. Hier so. Das ist auch ganz gut. Und so ist gut. So ist das ganz schick. So kann man es lassen. Jetzt müssen wir uns aber überlegen. Ach, hier müssen wir auch noch. Trotzdem müssen wir uns überlegen, wie wir dann am besten den Rand da drumherum kriegen. Da habe ich mir noch keine Raste drüber gemacht, ganz ehrlich gesagt. Ich dachte zumindest, dass es so irgendwie passt, aber das Gebäude ist tatsächlich um zwei Blöcke, um zwei popelige, ranzige Blöcke. Es ist zu schmal. Naja. Was nun los? Was denn hier schon wieder? Das ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht die Possibility. Es ist ja echt abartig. Moment, vielleicht so? Vielleicht klappt das. Das klappt. Gut. Okay. Dann wollen wir mal nicht so sein. Dann kommt hier auch einer rein. Und da und dort und... Der ist falsch. Der ist sowas von falsch. Also sowas von. Aber der da rein. Genau. Ja, so schön. Und dann muss der Böppel hier hin. Gut, dann haben wir das schon mal. Und mit denen müssen wir auch noch ein bisschen da zur Seite schieben. Was heißt zur Seite schieben? Schubsen, zerren, irgendwie halt bewegen. Damit das irgendwie dann so ganz furchtbar aussieht. Warum sieht das so schon wieder so ätzend aus? Ich hasse das. Ich hasse es. Das ist sowas von falsch. Sowas von falsch. Sowas von... Das ist jetzt aber ein Dach. Das ist natürlich nicht richtig. Das ist so natürlich überhaupt nicht richtig. Aber Moment, wenn wir jetzt... Oh, ich weiß nicht, ob das klappt. Das wäre schön, wenn das klappt. Ich versuch's mal so. Oh. Naja. Mal so sähe es richtig aus. Dann müssen wir noch einen weiter runter. Dann wird das wieder alles zu eng. Das ist ja alles nicht zu fassen. Moment, wenn wir jetzt aber stattdessen... Das können wir aber auch nicht, weil wir hier schon am Mauerrand sind. Sonst würden wir hier zu kurz. Wenn wir aber hier vielleicht... Wenn wir hier stattdessen den Rand hier wegnehmen... Ja, das könnte klappen. Das könnte eventuell passen. Das wäre schön. Aber hau doch nicht mehr ins Leere. Dieses Doppeln. Weißt du, ich hasse dieses Gedoppel. Das war noch nicht mal Doppel, das war gerade Trippel. Die Maus hat einen Tripper. Einen Trippel. So. Ach, Junge, das ist ja auch wieder was. Das ist ja... Ach, Mensch, 20 Minuten fast schon wieder vorbei und ja, alles wieder Grütze. Aber das kriegen wir hin. Das müssen wir irgendwie... Hallo? Laufen nicht an Leiter vorbei. Bleibt doch zumindest stehen und trauer ein bisschen drum. 37 Tage noch. Das ist nicht mehr allzu lange. Ja. Moment, jetzt, wenn wir jetzt aber hier diesen nehmen, der, natürlich, das ist natürlich falsch. Das ist auch okay. Ist auch nicht schlimm. Oh weh. Wenn wir jetzt den hier so dran pöbeln, dann ist das wieder nicht so richtig. Das ist dann so nicht so richtig. Moment. Wenn wir jetzt aber so einen Rahmen hier dran ziehen, so einfach so einen Rahmen hier. Das könnte vielleicht noch ganz neckisch aus... Nein, das sieht aber an den Ecken wieder scheiße aus. Weil sich dann diese hier bilden. Das ist auch nicht so gut. Ja, ich bin hier recht tierisch gerade am Überlegen. Man hört es vielleicht sogar schon klappern. Das Getriebe, wo tierisch viel Sand drin ist, das sieht so nicht gut aus. Ich glaube, wir nehmen die Eckigen. Da müssen wir die Eckigen für nehmen. Ja. Oder aber wenn jetzt alle Stricke reißen, wenn das auch alles zu wuchtig ist, dann nehmen wir tatsächlich diese. Ne, die Mauerblöcke, dann ist das so. Obwohl mir das hier schon eher zusagen würde. Und guck mal, da kommen wir auch hin. Da können wir sogar das Ganze noch wieder ein bisschen einkürzen. Dann kommen wir nicht so weit da raus. Hier wäre es, glaube ich, sogar egal, weil hier kommt ja hier der nächste Block drauf. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Obwohl, den möchte ich nicht weiter einkürzen müssen. Obwohl, das könnte man vielleicht noch so durchgehen lassen. Das könnte klappen. Aber warum? Achso, weil ich hier noch nichts abgebaut habe. Gut, alles klar.
Es sieht ein bisschen sehr kantig aus. Es ist mir ein bisschen zu, es ist mir zu heftig. Es ist mir echt zu heftig. Das gefällt mir so noch nicht so wirklich. Aber wenn wir diese, nein, nicht diese, wenn wir diese Mauerblöcke nehmen, dann passt sich da, ja, passt sich an, aber es sieht ganz schäbig von oben aus. Das ist dann nicht so schön. Nee, das gefällt mir so überhaupt nicht mehr. Nee, das machen wir so nicht. Wir nehmen weiter die Ecken. Ansonsten, aber die, das wird zu viel. Das wird zu viel, wenn man die... wenn wir die anderen nehmen. So ist das, glaube ich, okay. Ja, ich weiß, wir sind eigentlich am Ende der Folge schon angekommen. Aber ich möchte zumindest den Rand vom Dach hier noch fertig haben. Das heißt, diese Folge wird ein wenig Überlänge kriegen, aber nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch nicht so schlimm. Die Zeit haben wir und die Zeit nehmen wir uns auch einfach, damit wir auch wissen, wie es dann nächste Folge weitergeht. Das wäre ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Nun, hau drauf. Du hau drauf. Ach so, hier. Ja, da habe ich natürlich... Warum habe ich hier so gepennt? Ich bin ja ein Penner. Marc, du bist ein Penner. So. Und vielleicht noch so. Ja. Und hier... Ja, hier weiß ich noch nicht, ob hier auch so ein... Ja, sollte aber. Hier sollte tatsächlich ein komplettes Dach dann drauf sein. Das ist, glaube ich, besser. Ist sinnvoller. Das macht mehr Sinn. Von unten müssen wir auch gleich nochmal gucken, ob wirklich alles dicht ist. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir in einer späteren Folge, wenn wir hier soweit sind. Das bleibt so. Jetzt müssen wir hier wieder drumrum. Alter! Und ich strecke noch nie bei das Let's Play. Es ist ja tatsächlich so, dass alles so seine Zeit braucht in Echo. Es braucht halt alles seine Zeit. Ja, das ist leider so. Sorry. Ich bin untröstlich. Gesehen, er hat noch einen draufgehauen. Das war ich noch nicht mal. Das war wieder die Maus, die wieder gedoppelt hat. Ja, von unten ist noch nicht ganz dicht, aber wer ist das schon von unten richtig dicht? Die wenigsten sind das. Entschuldigung, das... Sorry, Mann. Habt ihr doch nicht so. So. Warum ist das hier jetzt wieder so falsch? Weil wir keinen weiteren... Warum haben wir keine weiteren... Warum sieht das hier schon wieder so furchtbar aus? Ach, das ist ja echt unmöglich. Warum ist hier so ein... ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Nun, jetzt sieht es gleichmäßig... Es sieht nicht gleichmäßig aus, aber... Doch, es sieht gleichmäßig aus. Warum ist hier noch so ein... Der ist da auch. Gut. Gut. Und was wollte ich jetzt hier machen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollte ich den jetzt hier abbauen. Ich habe wahrscheinlich einen gesucht, der hier falsch sitzt, um den da dran zu kleben. Aber das hätten wir uns auch klemmen können. Gut, dann können wir uns das schon mal sparen. Dann würde ich sagen... Nächste Folge vielleicht mit dem Rand weitermachen. Jetzt haben wir den schon mal so weit abgebaut. Jetzt wissen wir wieder, wie es weitergeht. Alter. Und vielleicht sollte ich nächste Folge auch etwas langsamer sprechen. Das wäre auch der Verständlichkeit nicht ganz unzuträglich. Ich gucke mal kurz von hier. Hier sieht das ja eigentlich ganz neckisch aus. Hier jetzt nicht so, aber das ist auch egal. Da, die Wände ziehen wir einfach bis oben durch. Ist das hier so wahnsinnig breit? Ach jo, weil das eine Auswand ist und das zwei hintereinander sein müssen. Deswegen, alles klar. Hier passt das auch. Ja, ja, das sieht eigentlich so ganz neckig aus. Kann man so eigentlich schon anbieten, ne? Das geht eigentlich. Mhm. Ja, das passt. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, gehabt euch wohl.